Oh, ich wollte gerade sagen, guck mal, was ist das für Pflanzen? Nee, das ist nicht Marihuana. Ich weiß es nicht. Ich bin in der Natursache, bin jetzt nicht so gut. Heute werden wir reacten live bei Twitch, vielleicht nachträglich bei YouTube. Ihr wisst um die Problematik. YouTube mag einfach gewisse Reactions nicht. Ich weiß vorher nicht, was sie mögen. Man kriegt es nicht raus, in Erfahrung gebracht. Also, heute geht es darum, wir reacten auf die Sportschau. Neonazis bei Traditionsvereinen. Auch ich war bei der Sportschau schon dabei vor, oh, was würde ich sagen, 2,5, 3 Jahren, auch zu dem Thema Rechtsextremismus, Antisemitismus in Fußballvereinen. Ich bin sehr gespannt, worum es hier geht. Habe ich von einigen zugeschickt bekommen. Vielen lieben Dank an die, die regelmäßig dann Vorschläge für Reactions-Videos schicken, und wir werden dann gleich mal reingucken. Ich weiß nicht, es ist sehr spontan, dass wir jetzt hier live sind. Mal gucken, ob hier irgendjemand mit dazukommt. Sehe ich das schon? Nein, wir sind bei 0,0, aber egal. Wir werden dann gleich einsteigen, und dann werde ich dazu ein bisschen Input geben. Es ist ein Problem, das real existent ist, dass es nun mal Neonazis, Rechtsextremisten und Antisemiten gibt in der Fußballszene. Auch mir stößt das immer übel, übel auf. Es ist für mich heute auch ein Grund, teilweise nicht mehr ins Stadion zu gehen, einfach aufgrund der Arbeit, die ich mache, weil es dort ja zu diesen klassischen Gruppendynamiken kommen kann. Feindbilder, Angriffe, aus der Gruppe heraus angegriffen zu werden. Überlege ich mir das schon sehr genau, ob ich da irgendwie noch Bock drauf habe, weiß ich nicht so richtig. Also gibt natürlich auch sehr viel Positives, aber diese Kerngruppe vielleicht an gewalttätigen Typen, Fans oder haben dann ja doch eine sehr, sehr große Macht, und dass vielleicht sich einige sich da nicht gegen stellen würden. Ich bin sehr gespannt, um was es hier geht, welche Traditionsvereine hier mit dabei sind. Ich weiß auf jeden Fall, dass es immer mal wieder das Problem gab beim HSV. Es gab jetzt gerade das Spiel, den Spielerbruch Osnabrück aufgrund der Beleidigung, und wird eine Sache sein, der man sich regelmäßig annehmen muss in den Vereinen. Aber schauen wir doch mal rein in die Doku, bevor ich jetzt hier so viel Laber-Laber mache. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ein paar Leute sind jetzt mit reingekommen. Grüßt euch erstmal und dann volle Attacke, Leute. Mai 2019 bei Ulm. Eine Roma-Familie kampiert auf dieser Wiese. 5 Rechtsradikale drangsalieren die Familie über Tage. Sie werfen diese brennende Fackel Richtung Wohnwagen. Darin schläft eine junge Frau mit ihrem Baby. Nur durch Glück greifen die Flammen nicht über. So, ganz klassisch, es ist Feindbild. Zigeuner, Sinti und Roma. Ich weiß, einige sagen, darf man nicht mehr so sagen. Ich habe selber einen Bekannten im Freundeskreis, der sich selber als Zigeuner bezeichnet. Muss man dann auch immer mal gucken, wer dann mit einem spricht und so weiter. Aber natürlich ein Angriff mit einer Fackel schon gegen einen Wohnwagen. Und ja, Sinti und Roma, klassisches Feindbild von Rechtsextremisten, und dann dort so einen Brandanschlag zu machen, da kann man sagen, was man will. Wenn man eine Fackel schmeißt in Richtung eines Wohnwagens, dann geht man einfach davon aus, dass dieser Wagen und dieser Platz brennen soll. Sonne, 10 Abos, Dankeschön. Meine Güte, du knallst ihn auch immer raus. Und Sonne, lass das. Wem hast du jetzt alles ein Abo geschenkt? Ja, Leute freuen sich. Dankeschön, Ehre geht raus. Also, auf jeden Fall wurden dann hier die Leute geschnappt, oder wie müssen wir uns das hier vorstellen? 4 der Täter stammen nachweislich aus der Fanszene des SSV Ulm. Im Stadion sind diese Neonazis bis heute geduldet. Wenn ich sowas schon immer sehe, da habe ich ja immer das Gefühl, das sind so Bilder von vor 20 Jahren oder so, weil es ja heute immer behauptet wird, gibt es nicht mehr, ist nicht mehr so. Ja, aber die Realität sieht nun mal anders aus, und dass sie ein Teil dann dieser Fanszene sind, SSV Ulm. Ja, hier dann mit Bomberjacke und Schwarz-Weiß-Rot, und dann bei Gericht, sage ich mal, dann 4 der Täter stammen gejubelten nachweislich aus der Fanszene des Fans. SSV Ulm. Die Leute vergessen auch, wenn du sowas aus der Gruppe heraus machst, dann ist das ist so Brandanschläge, ist halt auch versuchter Mord, versuchter Totschlag. Das ist nicht so, ja, wir haben da mal mit einer Fackel sind wir da hin und aus Spaß und wollten da nur ein bisschen Angst machen und Gras anzünden. Wir wussten ja, es ist nass und so weiter.
Da kommt die Justiz aber um die Ecke, aber mit dem ganz großen Hammer. Und wenn du hier zum Gerichtssaal schon mit Handschellen gebracht wirst, dann weißt du, sitzt diejenige Person, sitzt dann halt auch in Untersuchungshaft, ne? Im Stadion sind diese Neonazis bis heute geduldet. Da hat es Versuche gegeben, Menschen tatsächlich umzubringen. Das verdient keine Toleranz. Eine Demonstration rechter Bürgerwehren in Mönchengladbach. Dabei die Steeler Jungs, Fans von Rot-Weiß Essen. Ja gut, die Steeler Jungs hatten wir jetzt schon ein paar Mal zum Thema. Ist ja halt auch einfach eine sympathische Gruppe, die wir hier sehen. Da fühle ich mich gleich sicher, wenn die durch die Straßen patrouillieren, bei ihren Spaziergängen und so weiter. Und dass es diese Verbindung nun mal gibt, das ist jedem bewusst mittlerweile, dass es die Verbindung gibt, Rechtsextremismus, Hooliganism, auch in gewisse Ultraszenen. Ich will das nicht alles über einen Kamm scheren, bevor die Leute dann wieder kommentieren. Es gibt ganz viele Engagierte in den Ultraszenen, die sich gegen den Rassismus in den Stadien und so stemmen, aber es gibt halt auch noch ganz viele, die dabei sind. Das muss man einfach mal auch ganz ehrlich sagen. Seite an Seite mit der rechtsradikalen Bruderschaft Deutschland. Wenn wir wollen, schlagen wir euch tot. Da ist halt, na, wir dürfen nicht vergessen, die gehen hier auf die Straße, na, sie wollen sich einsetzen, eine Bürgerwehr und wollen Frieden und ja, dass keine Gewalt ausbricht auf den Straßen und die wollen hier Schutz verbreiten. Ne? Schutz ist die Frage für wen, aber wer durch die Gegend läuft und wir wollen, wenn wir wollen, schlagen wir euch tot. Ja, ist für mich nichts als nichts anderes als Krawalltouristen und einfache Gewalttäter. Ganz einfach, ja. Also ich fühle mich hier richtig sicher, wenn ich den Trupp hier zusammen sehe. Also da habe ich überhaupt keine Sorge. Die Wirkmacht von rechten Fußballfans am Standort Essen ist immens. Da wird omnipräsent Gewalt angedroht. Er ist im Fanblock des KSV Hessen-Kassel zu sehen. Malte A. Hooligan, Kampfsportler, Neonazi. Mit großer Nähe zu führenden Köpfen der Bewegung. Kritische Fans sehen in der rechtsextremen Kasseler Fanszene sogar Querverbindungen zu den NSU-Terroristen und zum Mörder von Kassels Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Definitiv gibt es aber im Freundeskreis Überschneidungen, die mit dem Umfeld von den NSU-Morden bzw. von Walter Lübcke gibt und auch von der Kasseler Hooligan-Szene. Tja, dann muss man mal ganz klar sagen, dass es dann hier die Leute immer so sagen, so ja, das ist mal so an den Haaren herbeigezogen. Und aber wenn ich so diesen Trupp dann da sehe und dann muss man sich fragen, ob man selber dann noch so als normaler Fan dann Bock hat, so weißt du, wenn ich jetzt eine Karte kriegen würde im Sommer und ob ich da jetzt Bock hätte, dann in diesen Block zu gehen, keine Ahnung, müsste ich mir wahrscheinlich auch ein Bart ankleben, Sonnenbrille aufsetzen und Cap tief ins Gesicht sitzen, ziehen, um dort dann ins Stadion zu gehen. Und das ist halt diese Angst dabei, die gemacht wird, ja. Und dass da halt auch ganz viele Leute hingehen, die dann auch einfach Angst haben, wenn dieser Trupp dann da so für sich steht, das muss man einfach sagen, dass das so klassische Angstarbeit ist und die dann auch mit diesen 20, 30 oder 40 Leuten, selbst wenn die anderen Tausende sind, können sie trotzdem mit diesen 20, 30, 40 Leuten eine ungemeine Angstarbeit machen in diesen Stadien. Ja, 4-3 Vinetta schreibt auch, da läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn man bedenkt, dass man früher selbst so ein Dulli war und es genossen hat, sich mit denen zu kloppen, hirnverbrannte Zeit. Ja, Dankeschön für den Input. Aber wie gesagt, es reicht im Stadion oder in der Kurve, reicht eine Truppe von 30 bis 40 Leuten gewaltbereit, mit Gewalterfahrung und mit diesem Gruppenschwur zusammen reicht es aus, um wirklich mehrere hundert in Schach zu halten, die dann Angst haben, dass sie aufmucken und so weiter, weil natürlich die große Masse nicht dieses Gewaltleben führt und auch diesen Zusammenhang, dass sie Angst haben, okay, dann komme ich nur ins Visier dieser Jungs und die anderen werden nicht alle zu mir halten. Also das ist schon eine sehr, sehr große Problematik. Es machen sich viele auch zu einfach und sagen so, ja, dann müssten alle gegen die aufstehen, ja, wenn es so einfach wäre. Aber so ist es nicht. Kassel, Ulm, Essen. Westdeutsche Traditionsclubs, sportlich abgestiegen, aber immer noch populär.
Und es hat Gründe, warum sich bei unterklassigen Clubs so viele Rechtsextreme breitmachen. Da gehört unter anderem dazu, dass die Gesamtaufmerksamkeit rund um diese Clubs nicht so hoch ist, dass die mediale Aufmerksamkeit nicht so groß ist. Und das führt dann dazu, dass dann unter dem Radar von Öffentlichkeit dann auch Dinge passieren können, die wir alle nicht sehen wollen. Boah, tue ich mir ein bisschen schwer. Auch die Strukturen sind bei diesen, darf man das sagen, zweitklassigen oder drittklassigen Vereinen, sind die Strukturen noch langsam gewachsen. Also die Leute gehen, es gab, okay, teilweise. Ich habe selber früher miterlebt, dass einige von den großen Vereinen, auch wo sie Fans waren, runtergewandert sind in gewisse Ligen, weil dort weniger Polizeipräsenz ist, weniger Aufmerksamkeit und so weiter. Diese Wanderung hat es gegeben, aber die Vereine, Kai, dankeschön, diese Vereine haben auch alte gewachsene Strukturen. Also wirklich teilweise aus den 80ern und 90ern haben die sehr alt gewachsene Strukturen. Ja, und das einfach nur zu sagen, nur weil man unter dem Radar laufen will, ist es, glaube ich, nicht, sondern dass da gibt es wirklich alte Strukturen. Ja, Freak Steffen schreibt auch, Essen und Ulm waren schon immer ziemlich rechtslastig. Ja, genau. Also es ist jetzt nicht so gekommen, dass dann die Leute nicht mehr zu Dortmund, Schalke oder Gladbach gehen wollten, dann sagen, ja, jetzt sind wir auf einmal Ulm oder Kassel-Fans oder so. Das sind schon altgewachsene Strukturen, ne? Von Älteren weitergegeben an Jüngere, die das dann teilweise unreflektiert aufgenommen haben. Ne? Also so einfach kann man es sich nicht machen. Aber mal gucken, was Michael Gabriel zu sagen hat. Die Vereine gehen höchst unterschiedlich mit dem Problem um, weiß Michael Gabriel von der Koordinationsstelle Fanprojekte. Die Skala reicht von klarer Kante bis hin zu wegducken und ignorieren. So zu tun, als hätte man kein Problem, die Augen zu drücken, das verschlechtert eine Situation und das hinten raus gefährdet tatsächlich Menschen. Beispiel 1. Der Ruhrpott-Club Rot-Weiß Essen und sein Verhältnis zu rechtsextremen Problemfans. Steele, ein Ortsteil von Essen. Hier sind sie zu Hause, die Steeler Jungs. Bis zu 200 Mann stark, darunter viele RWE-Fans, sind sie allwöchentlich auf ihrem Spaziergang, wie sie ihren Aufmarsch nennen. Ja gut, dieser Spaziergang hat sich ja mittlerweile erledigt. Ich glaube, da ist ja, die sollten in der Seitengasse gehen oder anderen Tagen oder sonst was. Ne? Ich glaube, diese Spaziergänge haben sich erledigt. Aber klar ist da eine Vermischung von der Fußballszene, das ist normal. Lärm machen hier nur die Gegendemonstranten. Sie selbst bleiben stumm. Aber ihre Botschaft ist eindeutig. Wir kontrollieren das Viertel. Die Steeler Jungs, das sind ganz viele verschiedene, unterschiedliche Gruppierungen. Es gibt zum einen rechtsradikale Fußball-Hooligans, insbesondere aus dem Fanbereich von Rot-Weiß Essen. Es gibt Rockerverbindungen, insbesondere zu nennen die gerade erst verbotenen Bandidos aufgrund ihrer Gewalttätigkeit und auch ihrer Gefährlichkeit. Und es gibt ganz klar und ganz deutlich in letzter Zeit Kampfsportbeziehungen. Das heißt, da bildet sich eine Melange, die gut organisiert ist, das kennt man aus den Stadien, die gewaltaffin und auch der Kriminalität nahesteht. Ja, das ist ein Input, den kann ich nur so unterschreiben. Also eine Mischung aus Rechtsextremisten, Hooligans, Rockern, Kriminellen, die dort alle irgendwie zusammenfinden, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Erstmal natürlich, man ist erlebnisorientiert und mit erlebnisorientiert meine ich ja, okay, man ist am Wochenende los, man hat Feindbild, es gibt Radau, man hat einen Rücken, man hängt zusammen ab, ja, man bildet Gruppierungen und so weiter. Man erhofft sich einen Aufstieg vielleicht auch aus dieser Hooligan-Szene in die Rockerclubs. Auch das habe ich ja ganz viel miterlebt in der Zeit, wo ich dann auch in die Rockerszene dann gegangen bin in 2008, 2009, 2010. Wo das gestartet hat, dass so ganz viele dann geködert worden, wirklich aus den Bereichen, muss ich sagen, es war damals auch aus dem Bereich Hansa Rostock, wo ich das mitbekommen habe, Magdeburg, Cottbus, ja, wo dann wirklich auch aus diesen, ich sag mal, eher rechtsaffinen, rechtsoffenen Hooligan-Kreisen dann in Rockerclubs geködert wurde. Und da ist eine, wie hat es gesagt, eine Melange an Leuten, die es dann auch sehr, sehr gefährlich macht und die dann damit auch Strukturen schaffen können. Ich will die Frage von Kettenheinz noch übernehmen. Würdest du sagen, dass der Anteil internationaler Spieler bei Topvereinen einfach höher ist und das direkt Rechte davon abhält, dort Fan zu werden? Nein, das würde ich sogar ablehnen.
Auch ich als ehemaliger Rechtsextremist habe mir damals das bei meinem geliebten Hamburger Sportverein, Ehre geht raus, mir das so hingedreht, es geht ja um den Verein und nicht um die einzelnen Spieler. Die einzelnen Spieler sind Schall und Rauch, und, sondern es geht um den Club, es geht um die Historie, und das ist egal, wer da so spielt. Es wurde natürlich nicht bejubelt, dass wenn zu viele Schwarze geholt wurden und so weiter. Da war ich dann auch ein Gegner von, ist leider eine ehrliche Antwort. Hab dann trotzdem bei den Toren gejubelt, kannst dir nicht ausdenken. Aber im Endeffekt steht der Verein, die Vereinstradition, Name und so weiter höher als die einzelnen Spieler, und das schreckt, glaube ich, weniger ab. Christian Baumann ist der Sprecher des Bündnisses Essen stellt sich quer. Darunter auch viele, die die Heimspiele von RWE besuchen. Sie demonstrieren gegen die Steeler Jungs und riskieren viel. Mehrere Mitglieder des Bündnisses bekamen schon Morddrohungen. Auf ein alternatives Kulturzentrum wurde bereits geschossen. Der ehemalige Sprecher von Essen stellt sich quer, Max Adelmann, wurde vor 2 Jahren vor dem Büro des Bündnisses überfallen. Täter bis heute unbekannt. Gut, diesen Überfall hatten wir schon mal thematisiert in der Doku bei den Steeler Jungs. Muss man auch dazu sagen, sich dafür einzusetzen, dann mit dem Gesicht und der Christian, der sich dann da hinstellt und so für die Leute, das ist nicht ganz so einfach, wenn du da vor Ort wohnst und du stellst dich dann gegen diese gewalttätige, rassistische Gruppe. Da muss man schon ganz schön was aushalten. Das sind schon mutige Leute, auch wenn die meistens immer so harmlos aussehen, aber das sind schon mutige Aktionen, Leute. Also da kann man echt mal Props rausgeben für die Leute, die sich dafür einsetzen und zu sagen, okay, wir wollen diesen Rassismus, diesen Hass, die Gewalt hier bei uns in den Straßen nicht haben, nicht im Stadion, und sich dann so mit dem Gesicht so zeigen und sich engagieren. Das ist nicht ganz so einfach, Leute. Und da kommt der Kerl hier angerannt und haut mir eine auf die Wange. Ich konnte mich gerade noch weit genug wegducken, dass er nicht genau die Nase getroffen hat. Es gibt mehrere Berichte davon, dass Leute drangsaliert wurden, bedrängt, umzingelt, stark beleidigt, aber auch geschlagen worden sind. Rund ums Stadion. Wir spüren überall die Angst bei diesem Thema. Diese rechtsradikalen Hooligans seien zu allem fähig, hören wir häufig. Und ja, genau. Wer will sich jetzt schon dazu äußern? Ja, ist eine überschaubare Fanszene wahrscheinlich. Ich sage mal so, da sieht man sich draußen am Stadion, in der US oder im Bus, Bahn, irgendwo. Egal. Und da sollst du dich hinstellen und sagen, ja, scheiße, mich kotzt das auch an. Ich finde die total scheiße. Natürlich machen die das nicht. Die wollen ins Stadion gehen. Viele wollen einfach einen guten Tag haben, ein paar Bierchen trinken, Bratwurst, Brezel essen. Also so, wie ich den Fußballtag so dann verbringe. Und haben dann da keinen Bock drauf, da angepöbelt zu werden und bedroht zu werden. Und besonders beim Fußball ist es ganz kritisch. Das muss man sagen, beim Fußball sind die Gruppendynamiken so explosiv. Ja, einer sagt Ärger, dann kommen Leute angelaufen, schlagen einfach zu, ohne dass sie, ich weiß es, weil ich selber leider gemacht habe. Ich kann es immer wieder nur sagen, was für ein Bastardmensch ich da war. Aber hier beim Fußball durch die Mischung Alkohol, Gruppe, aufgepeitscht mit Feindbildern von anderen Vereinen, Polizei, Feindbild und so weiter, ist hier so schnell eine explosive Mischung und ist klar, dass da ganz viele sich nicht zu äußern wollen. Also das ist absolut verständlich, leider. Auch die Vereinsführung, so lässt man uns in einem Online-Hintergrundgespräch wissen, habe Angst vor Racheakten dieser Neonazis. Tja, ja, wenn du dann diesen Misch da an Leuten siehst, ne, wenn man dann auch Hitlergruß und sonst was alles sieht und dann feiern und dass da selbst die Funktionäre, dann Angst haben, muss man auch immer verstehen. Leute, die hängen am Stadion rum, die sind da jeden Tag, die fahren da auch mit ihren Autos hin oder mit dem Fahrrad und sind dann im Stadion, sind vor Ort in Projekten, wohnen auch in der Stadt oder sonst wo. Und das sind schwierige Sachen. Das sind schwierige Sachen, weil halt die große Gemeinschaft das nicht schafft, sich da auch weil die große Gemeinschaft das nicht schafft, da auch gemeinschaftlich zu stehen. Ne? Das ist halt schwierig. Ne? Die einen kommen halt mit kleiner Gruppe, mit viel Gewalt, und die anderen wollen es eigentlich ohne Gewalt lösen. Aber das funktioniert so leider nicht. Ja, ich hatte in Aachen Stadionverbot, weil ich von rechts angegriffen wurde und mich verteidigt habe. Ja. Wird leider nicht nachgefragt. Ne? Gute Frage, Sonne. Zieht der Fußball aggressive Leute an oder macht Fußball aggressiv? Ich würde generell sagen, Fußball ist ein Sport, der Menschen zusammenbringt.
aber der Fußball zieht schon viele aggressive Leute an. Was mich immer wieder wundert, wenn ich das heute beobachte und die Stadionbesuche, die vielen, die ich dann hatte, ich war ja auch auswärts noch viel unterwegs, auch im neuen Leben jetzt, ist es halt so, dass da einige, die in der Woche echt, sag ich mal so, absolut nicht aggressiv unterwegs sind, die da völlig enthemmt gegen andere, gegen die Mannschaften, gegen Spieler hetzen, gegen Trainer, Schiedsrichter, gegen Polizei und sonst was und total die Kontenance verlieren. Also totaler Verlust der Selbstkontrolle, Hauptsache aggressiv, Hauptsache Angriff. Da drehen einige dann in diesen 8 Stunden Fußball durch, wenn das morgens um 9 losgeht, irgendwie zum Stadion bis zum Ende des Spiels, irgendwie, was weiß ich, oder von 10 bis 20 Uhr, drehen die Leute völlig durch. Also es gibt da Leute, die dann total enthemmt sind, was weiß ich, weil sie zu Hause untervögelt, missachtet im Job, unglücklich oder was weiß ich, welche Motivation es da gibt, aber dann totale Attacke, ja, da prügeln sich Leute, die sonst im Anzug durch die Stadt laufen, ja, das ist so. Das bedeutet aber dann, dass die Aggressionen in den Leuten stecken, ja, das habe ich so gerade versucht zu sagen, Sonne, genau so. Also, aber das zieht der Fußball dann an, weil du da in der Gruppe stark sein kannst, du kannst aus der Gruppe heraus Gewalttaten begehen. Das ist dann auch so eine Sache, ja, also aus der Gruppe heraus bin ich dann stark, da gehe ich in der Masse unter, da kann ich das loswerden und schwieriges Thema, das wieder einzufangen bzw. zu bekämpfen, ist nicht so einfach. Ein Interview möchte man Sport Insight nicht geben. Begründung, das könne den Dialog mit den Problemfans und Sicherheitsbehörden gefährden. In einem selbstgedrehten Statement betont Vorstandschef Markus Ullich: Ich möchte ganz entschieden die Wahrnehmung oder gar den Vorwurf zurückweisen, dass Rot-Weiß Essen auf dem rechten Auge blind sei. Natürlich gibt es hier bei uns eine Gruppe von Fans mit einer, sagen wir mal, rechtsoffenen Gesinnung. Das gibt es, dieses Problem gibt es allerdings bei ganz vielen anderen Vereinen auch. Ja, was ist mit den anderen, verstehe ich, das ist eine Verteidigungshaltung jetzt, ne? Es geht hier auch immer um Sponsorengelder, um das Image. Viele normale Fans bleiben weg, die dann sagen so, oh nee, da gucke ich lieber zu Hause mit Matze bei mir am Bierautomaten, dann gucken wir da lieber HSV. Das muss man wirklich sehen, das ist, natürlich haben auch andere Vereine, aber das nur, weil man dann sagt, ja, what about the anderen, darf man sich dann nicht verschließen, was im eigenen Stadion dann passiert und bei den eigenen Fans. Ja, also da müssten wirklich viele, viele Vereine wirklich reflektieren und gucken, okay, was ist bei uns los und wie kriegen wir das bei uns im Griff und dann nicht so, ja, die anderen haben ja auch Probleme, deswegen ist unser Problem jetzt nicht so schlimm und hört auf uns rumzuhacken, das ist ja bei allen so oder das ist ja bei vielen so. Wir möchten in keinster Weise irgendein Problem kleinreden, aber wir müssen schon die Größe und den Kontext auch sehen. Und ich darf an der Stelle auf unsere Satzung verweisen. Unsere Satzung sagt ganz klar, und daran halten wir uns auch, das leben wir auch aus, dass wir uns gegen jedwede rechten oder verfassungsfeindlichen oder fremdenfeindlichen Gesinnungen stellen. In der Tat, die Satzung enthält den Passus als Aufgabe des Vereins. Aber wird das im Verein auch wirklich gelebt? Ja, die Frage ist natürlich, die Fans, die dann da hingehen, was interessiert die eine Satzung? Ich glaube, einige dieser Krawallfans wissen nicht mal, dass die Vereine eine Satzung brauchen. Also, dass auch Fußballvereine sind Vereine. Ja, und ein Verein braucht eine Satzung. Und das ist schön, wenn es reingeschrieben ist, aber das bedeutet noch lange nicht, dass die dass die Fans sich darum kümmern und man kann in eine Satzung auch viel reinschreiben. Klingt schön, hat man jetzt drin, aber was dann gemacht wird. Und ich will hier nicht auf Rot-Weiß Essen rumhacken, ist ein Traditionsverein und ich verspüre da keine Antipathie. Man muss halt irgendeinen Verein beleuchten. Es gibt ganz viele Vereine, die dieses Problem auch haben. Ist auch bei meinem geliebten HSV immer wieder ein Problem. Da gibt es sehr, sehr krasse Typen, ich will nicht sagen Strukturen, aber gibt es auch viele, viele krasse Rechte und Rechtsextreme, die da unterwegs sind und da den Stadionbesuch für viele dann auch wirklich regelrecht zerstören.
Nein, sagt Patrick Arnold von der Arbeitsgemeinschaft Fanprojekte in NRW. Was wir auch bedenklich finden, ist, dass der Verein Rot-Weiß Essen sich da seit Jahren eigentlich nicht wirklich positioniert und das Ganze eigentlich so mit den bekannten Folgen laufen lässt. Okay, krasser Vorwurf da intern, wenn man da auch sich nicht einig ist und da zusammen an einem Strang zieht, ist, glaube ich, hier hört man bei dem Mann raus, ist da so eine Art Wut drin, dass der Verein dann einfach nichts macht. Das kann ich jetzt von hier aus nicht beurteilen, welcher Verein wie, wo, was macht mit Fanprojekten, auch Stadionverbot und ja, und auch was die eigene Fanszene macht, ist natürlich auch immer so ein Thema. Irgendjemand hat es gerade geschrieben, ja, in Dresden wird aber auch von der aktiven Fanszene seit Jahren gut gegen rechte Tendenzen vorgegangen. Auf Ultra-Ebene will man das nicht mehr im Stadion haben. Ja, okay, also sehr gut. Also das ist dann so eine Art Selbstreinigungsprozess von vielen jungen Leuten, die auch dazugekommen sind. Dass da die jungen Leute sich zusammenschließen, weil teilweise aus den jüngeren Milieus, die nicht so rechtsoffen waren und sich auch dagegen dann gestemmt haben. NRW-Verfassungsschutz nennt die Steeler Jungs eine rechtsextremistische, bürgerwehrähnliche Gruppierung. Ihr Zentrum? Die Gaststätte 300. Treffpunkt der rechten Essener Fußballfans. Gut, ich weiß schon mal auf jeden Fall, wo ich kein Bier trinken gehen im 300. Ja, was für ein Tattoo, Alter. Die Kneipe wird von einem rechtsextremen RWE-Fan betrieben, der als Rädelsführer dieser gefährlichen Mischszene gilt. Christian Willing ist auch Bandido-Rocker und führender Kopf der Steeler Jungs. Hier Bilder von ihm beim Kampfsport. Die Frage ist immer, ja, wenn du dann so bei den Bandidos bist, das muss ich einfach mal sagen, das würde ich gerne erklärt bekommen. Ich sag mal so, auch bei den Bandidos sind so viele junge Migranten aufgenommen worden. Es gab ganze Chapter, die nur von Migranten sind. Da sagt man dann, okay, die sind gut, das sind meine Brüder, das sind nicht die, die hier irgendwie Ärger machen, in der Stadt rumlaufen. Ja, man nennt sich dann alles Brüder, das kann doch nicht funktionieren. Also du hängst einmal mit den Steeler Jungs rum, die dann sagen, wir haben unsere Stadtteile verloren, wir machen eine Bürgerwehr und so weiter. Da dürften meine Brüder von den Bandidos aber nicht dabei sein. Aber das kann man sich doch selber nicht mehr hindrehen, oder was? Das ist doch schon Verzerrung der Realität at its best, oder was? Ja, ja, die haben doch hinter vorgehaltener Hand sicher gelästert über die anderen Brüder, ja. Ja, Business, AKG geht vor Ideologie, ja. Bei Geschäfts- und Geld vielleicht auch mal weggeschaut. Ja, schafft man schon, wenn man das will. Ja, ja, diese Wahrheiten kann man verdrehen. Ich bin im Wahrheitenverdrehen auch sehr gut gewesen. Aber das kann doch nun wirklich kein Mensch irgendwie sich hindrehen. Das, ja, doch, geht. Aber irgendwann wacht man auf und sagt sich wahrscheinlich, oh Gott, ich habe mich selber 20 Jahre belogen. Willkommen in meiner Welt. Mitte September war er dabei beim Spiel Preußen-Münster gegen Essen. Rechtsradikale Fans waren in vorderster Linie bei diesen gewalttätigen Ausschreitungen. Digga, und das hat für mich mit Fußball auch nichts mehr zu tun. Ich meine, da sind Familien mit Kindern und so weiter. Und da sind einfach Leute, die nur Fußball gucken wollen. Und du stehst da mittendrin und dann passt du den nicht, dann hast du das falsche Trikot an oder dein Gesicht passt nicht oder wie du dich mal geäußert hast, passt nicht, in Social Media irgendwas gesagt hast. Wenn ich diese Szenen sehe, sage ich erstmal so, ah nee, Stadionbesuch so gar keinen Bock drauf. So gar keinen Bock drauf. Also da sitze ich lieber im Garten und ja, genau, da hat man ja richtig Lust, zu so einem Spiel zu gehen. Aber es gibt halt viele, die das so feiern und sagen, guck mal, wie krass und hart. Ja. Münster stellte Strafanzeigen und erwirkte bundesweite Stadionverbote, auch gegen Steeler Jungs, darunter Christian Willing. Sie sind, so erfuhr Sport Insight, allerdings noch nicht rechtskräftig. Der Essener Regionalligist sagt uns, man freue sich über die Initiative von Preußen Münster, arbeite selber eng mit den Sicherheitsbehörden zusammen. Aber man verzichtet weiterhin bei Stadionkontrollen auf das Überprüfen von Neonazi-Kleidung.
Rechtsextreme Fans waren auch schon im Ordnungsdienst angestellt, zuständig für die Sicherheit im Stadion. Das ist halt so, das ist halt das Problem, ne, mit diesen Ordnungsdiensten. Es ist einfach ein Problem, das wird es bundesweit sein, das hat nichts mit Rot-Weiß Essen zu tun, dass einfach die Sicherheitsbranche, gewisse Ordnungsdienste und so weiter wirklich durchsetzt sind mit gewissen rechtsoffenen, rechtsextremen, rechtsradikalen Typen, die aus einer gewissen Gewaltmilieu kommen, die selber aus dem Hooligan-Milieu kommen und so weiter. Und das ist natürlich das Problem, wenn die kommen und sollen für Ordnung sorgen gegenüber ihren eigenen Kameraden, mit denen sie nach dem Spiel vielleicht sich in der 300-Gaststätte treffen auf dem Bierschnitzel und ein Hakenkreuz am Arm, dann kann das gar nicht funktionieren, dass sie das stoppen. Die lassen die Leute durch, die machen lasche Kontrollen, es ist vielleicht die Möglichkeit, Waffen mit reinzubringen und so weiter. Ja, also wir haben das besonders auch im Bereich Chemnitz gesehen, aber das ist ein Problem, das ist überall so. Wenn ich mich manchmal damit beschäftige, so wo, was, wer, wie Ordner ist, da frage ich mich echt so, was für Firmen das sind. Und da ist es umso wichtiger, da auch seriöse Firmen reinzukriegen. Aber das ist halt auch so eine Sache, wo dann auch am Geld gespart wird bei den Vereinen, ne? Das ist teilweise auch das, dass ja es auch in die Aufsichtsräte und so weiter Leute aus gewissen Milieus schaffen. Auch da gibt es Beispiele für. Die es dann ja auch aus der Fanszene da reinschaffen, dann da auch ihre Möglichkeiten ausüben, dort gewisse Leute in Position zu bringen, Sicherheitsdienste zu engagieren. Also das ist, da ist ja wirklich der Bock zum Gärtner gemacht worden. Ne? Wir machen keine Gesinnungsprüfung am Einlass des Stadions, das können wir gar nicht. Wir können auch nicht einfach so irgendwelchen Leuten ein Stadionverbot erteilen. Möglicherweise. Nein, also das soll ja auch nicht willkürlich verteilt werden. Also ein Stadionverbot soll jetzt nicht so ausgesprochen werden jedem gegenüber, der missliebig ist, sondern sagen so, ja, hier Stadionverbot, dann sitzen die irgendwann ohne Fans da, was weiß ich, irgendjemand passt einem die Nase nicht. Aber wenn es natürlich Ermittlungen gibt, Anzeigen gibt und so weiter, dann müssen diese Stadionverbote auch durchgezogen werden und dann auch durch die Instanzen gejagt werden und dann halt auch dementsprechend mit zehn Jahren, was die Stadionverbot belegt werden, ne? Und nicht 6 Monate oder 2 Jahre. Und ich finde, besonders hier würde ich schon sagen, dass man schon Gesinnungscheck kann man nicht machen. Wie soll man das machen? Dass die Ordner 3 Fragen, was weiß ich, empfindest du Empathie gegenüber allen Menschen? Bist du Menschenfreund? Bist du Demokrat? Und was weiß ich, irgendwelche solche Fragen stellen, geht natürlich nicht. Aber offensichtliche rechtsradikale Klamotten könnte man schon so irgendwie in der Satzung, könnte man da schon Änderungen vornehmen, auch in der Vereinssatzung. Also das muss man mal gucken. Also ich glaube, in einigen Stadien wurde auch sogar schon Thorsteiner-Kleidung verboten. Ne? Kann das sein oder irre ich mich da? Weiß das irgendjemand? Aber ich glaube, es gab Präzedenzfälle bei gewissen Vereinen, die dann so rechte Klamotten wie Thorsteiner und so verboten haben. Also will der Verein Rot-Weiß Essen eine offene Konfrontation mit der eigenen Fanszene vermeiden und scheut deswegen die Auseinandersetzung. Allerdings macht es das aus unserer Sicht eigentlich nur noch viel, viel schlimmer. Da wird ja eine Kultur der Angst gepflegt und gehegt und da ist eigentlich ein Einschreiten bitter nötig. Beispiel 2. Der ehemalige Bundesligist SSV Ulm 1846. Ein weiterer Traditionsverein in der Regionalliga, ein weiterer Problemfall. Bei einigen Spielen kommen bis zu 100 Hooligans zusammen. Sie nennen sich Donau-Crew, aber auch Mitglieder der größten Vereinigung United Ulms seien stramm rechts. Wir treffen einen Ultra des SSV Ulm. Seit Jahren gehört er der Szene an. Er will unerkannt bleiben. Er hat große Angst. Tja, das kann ich mir vorstellen. Also gute Werbung auch für Gardena, ja. Stefan 666 schreibt sympathische Fotos. Ja, ist genau das, die den Stadionbesuch kaputt machen. Matze, mein Freund, hat auch gerade geschrieben, ja. Und dann ist man da mit Kindern und trifft auf diese Leute. Da werden die Kinder traumatisiert. Genau so ist das. Und wenn du schon weißt, du kannst dich über deinen eigenen Verein nicht äußern und du kannst das nicht kritisieren, dass es da rechtsextreme Umtriebe gibt und Menschen, die einfach
Gewalt ausleben wollen, wenn du es selber in deinem eigenen Verein nicht sagen darfst und kannst und du fürchtest dann um deine Gesundheit und musst dich hier irgendwie anonymisieren lassen, dann weißt du, wie die Stimmung ist, ne, unter den Fans. Fans. Es ist klar bekannt, wer auf welcher Seite steht im Stadion. Die Linken oder die Ultras trauen sich gar nicht, das Wort zu ergreifen, weil der Gegenwind schon immer sehr, sehr groß war. Dann kommen zwei, drei von den Nazi-Hools und die stellen sich hin und sagen, da hinten stehen nochmal 15 Leute, wir dulden das nicht. Man selbst ist körperlich und auch von der Anzahl unterlegen. Ja, ist halt eine Sache, die ich vorher halt gesagt habe, genau. Es ist, dass diese, dass besonders diese Gewaltgruppe, auch eine Mischung aus Hooligans, Kampfsportlern, Kriminellen oder sonst was, Rechtsextremisten, dass die aus ihrer Gruppe heraus, weil sie zusammenhalten, die laufen dann mit 15, 20 Mann los und die andere ist halt eine etwas losere Gruppe. Die können dann wirklich auch so mit 20, 30, 40 Leuten mehrere hundert in Schach halten. Und weil sie auch Angstarbeit machen, auch das ist ganz safe für mich, dass sie dann auch so Angstarbeit machen können wie, ja, wenn ihr das hier weitermacht, dann greifen wir euch einzeln ab. Dann kriegt ihr Besuch, wenn wir euch in der Stadt sehen, vor dem Stadion, dann werdet ihr weggematcht, dann werdet ihr angegriffen. Und dann sagst du dir natürlich, okay, dann konzentrieren wir uns auf unseren Ultrakram, machen nichts Politisches mehr, nichts mehr, was nach links riecht oder nichts, was irgendwie danach riecht, dass wir gegen rechts sind und so einfach, ja, so einfach wird diese Angstarbeit gemacht. Ist leider eine Sache, die funktioniert, wenn nicht alle zusammenstehen. Und das macht unglaublich große Angst. Es geht auch so weit, dass man sagt, wir wissen, wo du wohnst. Also wirklich ganz krasse Bedrohungsszenarien. Im Internet finden sich diese Fotos von einschlägigen Fanseiten. Ja, so sind wir, Reichskriegsfahne, so sind wir, ist hier von Kategorie C so ein Lied und so ein Ausspruch. Ne? Kategorie C als eine der bekanntesten Hooligan-Bands, rechtsextrem, rechtsradikalen. Bands einfach, die wahrscheinlich von jedem Fußballverein, die rechtsaffin sind, rechtsoffen sind, dann auch gehört wird und genutzt wird. Auch der Martin ist wieder, da grüße ich. Vereine mit einer aktiven Fanszene für Leute, die Lust auf Stress haben, einfach anziehend. Die Ablehnung gegenüber der Polizei im Block ist einfach zu groß und andere Sachen halt eher geduldet werden. Ja, okay. Reichskriegsflaggen. Hitlergruß. Besucher am Obersalzberg. Bei der Koordinationsstelle Fanprojekte gilt Ulm schon seit langem als Problemfall. Aber ein klares Zeichen setzen, etwa ein Fanprojekt gegen rechts, das sei mit der Vereinsführung bislang nicht zu machen. Also das haben wir historisch gelernt. Tatsächlich, wenn Vereine Fans alleine lassen, dann wird es langfristig gesehen, wird das Pendel in die falsche Richtung ausschlagen, um das so zu sagen. Weil mit rechten Gruppen auch immer ein hohes Gewaltpotenzial einhergeht, dann oftmals auch eine absolute Bereitschaft, diese Gewalt auch intern anzuwenden. Wegschauen, wegducken, ignorieren? Auch nach dem Brandanschlag auf die Sinti- und Roma-Familie agierte die Vereinsführung mehr als zurückhaltend. Dabei kommen vier der Täter aus der Fanszene des SSV Ulm. Wer auch so eine Bilder dann von sich so ins Internet stellt und rumschickt und so weiter. Ja, one more gore, one mehr Hass und dann das Vereinslogo, da will man doch direkt die Kids zum Fußballtraining schicken, ja, oder ins Stadion, ja. Das sind halt so Dinge. Entschuldigung. Und dass es hier überhaupt nicht mehr um Fußball geht oder um den Verein und sie glauben ja immer, sie sind die Premium-Fans, sie sind die, die sich gerade machen für den Verein. Gerade machen sollen sich die Spieler auf dem Fußballplatz, da sollen sie kämpfen und hoffentlich Tore schießen und gewinnen. Ja, Verantwortliche in Ulm so, ja, wo sind Rechte, sehen wir nicht. Ja, wenn ich das hier schon sehe, so ein Bild mit, da fehlen mir da auch die Worte für immer, für meinen Führer 13, oi. Das sind schon spezielle Bilder, ne? Auf ihren Handys fanden die Ermittler klare Hinweise auf ihre politische... Gott, oh Gott. Ja, wo... Einstellung. Die Täter werden angeklagt. Ihre Gesinnungsgenossen solidarisieren sich im Fanblock mit den Tätern, ohne dass die Vereinsführung eingreift. Tja,
muss man sich dann halt fragen bei so einem Verein, wenn die Vereinsführung auch nichts machen möchte, was da los ist. Und so diese Transparente, so, ich meine, die haben einen Brandanschlag durchgeführt. Ja, und dann stehst du da so mit in der Kurve und so weiter. Deswegen, da habe ich so schon keinen Bock drauf. Wenn ich es nur schon sehe, habe ich einfach keinen Bock drauf. Geht's mir einfach völlig ab. Obwohl zu Bewährungsstrafen verurteilt, haben die Täter weiter Zutritt zum Stadion. Man konnte auch gut beobachten, dass die Leute, die den Anschlag verübt haben, danach immer noch willkommen waren, bei den Hooligans, bei den Nazis, die sich in der Kurve bewegen. Naja, klar waren sie dann doch da noch, sind mit Bewährungsstrafen weggekommen. Die werden dann ja eher dann noch in ihren eigenen Milieus aufgenommen und gesagt, ja, hier, cool, ihr habt ja mal was gemacht, ihr wart aktiv und cool und krass und Bullen und Knast und Urhaft und jetzt wieder im Stadion und ihr habt mal durchgezogen. Das beschleunigt das natürlich. Und dann noch dieser Zusammenhalt, dass die Transparente gesehen, dass das alle zu dir halten, klopfen dir auf die Schulter, gratulieren dir dazu, was für ein toller, harter Hengst du bist, dass du da mal was getan hast und mit der Fackel geschmissen hast und so. Und dann wirst du im Stadion natürlich gut aufgenommen. Dann wirst du dann noch die ersten Leute haben, die dir noch ein Bier ausgeben und sagen, krass, wie du das durchgezogen hast. Und wir halten zusammen. Diese Dynamiken, die kenne ich alle 1:1, Leute. Diese Dynamiken, die sind mir alle sehr, 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 sehr bekannt und absolut leider nachzuvollziehen. Und wird dann die Leute eher noch mehr dann radikalisieren. Ja, was willst du denn da machen? Ja, die stehen dann in der nächsten Nacht bei der Vereinsführung vorm Haus, sind teils machtlos vor Angst. Ja, das ist so. Ich weiß. Ich habe nicht gesagt, dass ich hier für eine Lösung habe. Ich glaube, es geht nur im großen Kontext, dass die Fans einfach in einem größeren Zusammenhalt dagegen vorgehen. Ne? Das nur so geht's. Nur die Vereinsführung kann es auch nicht machen. Ne? So wie der Verein reagiert hat, habe ich es erwartet, nämlich so gut wie gar nicht. Der Verein bezieht nicht klar Stellung gegen rechts, der Verein schiebt das Ganze immer gern von sich weg. Auch diesen Vorfall wieder, der einfach nur schlimm war. Ulm schweigt, Ulm duckt sich weg, das stimmt mich traurig. Der Verein verurteilt die Vorfälle in allgemeiner Form. Man sei gegen Gewalt, Extremismus jeglicher Art. Kein Interview für Sport Insight. Schriftlich erklärt sich der derzeitige Vorstand für nicht zuständig. Es ist uns leider nicht möglich, Ihre Fragen detailliert zu beantworten, da die aktuell handelnden Personen zum damaligen Zeitpunkt noch nicht für den SSV Ulm 1846 tätig waren und es keine Aufzeichnungen über die Vorgänge gibt. Ja, wer hat schon Bock, sich da jetzt hinzustellen? Ist so eine Mischung draus, so lassen wir über uns ergehen und sonst was. Und ach, sehr, 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 sehr schwierig, ne? Aber ich finde schon, dass jemand von der Geschäftsstelle, wenn es um diese Thematik geht, sich hätte irgendwie äußern können. Er hätte auch ein bisschen rumdrucksen können, aber ich finde schon, dass hier seitens des Vereins irgendjemand aus dem Vorstand, Aufsichtsrat hätte sich dort irgendwie hinstellen können und irgendwie ein Statement abgeben können. Das ist schon dünn, ne? Das muss man ganz klar mal sagen. Wenn man dann die Bilder selber sieht von seinen eigenen Fans und so, dann muss man halt mal gucken, okay, vielleicht müssten wir ja auch wirklich mal machen. Aber ja, Matze, auch da wirst du recht haben. Da spricht die Angst. Ne? Und ich sag mal, Ulm, da sind viele wahrscheinlich auch leicht zu ermitteln und die kann man leicht einschützen. Einschüchtern, nicht einschützen. Kopfschütteln beim Zentralrat der Sinti und Roma. Der Vorsitzende Romani Rose hat für die Haltung des Vereins kein Verständnis. Das Landgericht hat festgehalten, dass das Motiv dieser Tat der Antiziganismus gewesen ist, dieses menschenverachtende Verbrechen von der Vereinsführung zu ignorieren, macht uns ganz einfach fassungslos. Man stelle sich vor, der gleiche Vorfall hätte sich gegenüber der jüdischen Minderheit ereignet, dann wäre ein anderes Verhalten zutage getreten von der Vereinsführung und ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit, Holocaust heißt auch die Vernichtung einer 500.000 von Sinti und Roma im NS-besetzten Europa. Und die Verantwortung von einer Vereinsführung muss die gleiche sein. Das ist
kann sein, ist schwierig, das jetzt so zu beurteilen, dass der Aufschrei, wenn es ein Angriff gegen eine Synagoge gewesen wäre, mit einer Fackel zu einem Brandanschlag, wäre es medial mit Sicherheit größer geworden. Die Lobby der Sinti und Roma, Zigeuner, ist nun mal kleiner wie der der jüdischen Gemeinde. Es wäre mit Sicherheit anders medial aufgenommen worden. Ob der Verein dann dort anders reagiert hätte, weiß ich nicht mal, würde ich nicht sagen. Ich finde nur den Vergleich sehr übel. Da merkt man schon fast so eine Art, ja, warum ist das bei jüdischen Menschen ist das immer mehr und bei uns nicht und so weiter. Merkt man vielleicht auch schon so kleine Gräben. Ob der Verein sich da dann anders zu geäußert hätte, weiß ich nicht mal. Ob da dann irgendjemand den Arsch in der Hose gehabt hätte, ist leicht zu sagen. Ich sitze hier vor Twitch und sage dann, ja, alle sollen sich mal positionieren und was machen. Ich bin aber jemand, der jetzt in seinem neuen Leben sich positioniert und dafür auch Anfeindungen und Bedrohungen kriegt. Aber so generell zu sagen, dann hätten auf einmal alle was gemacht, finde ich ein bisschen schwierig. Ob die da was gemacht hätten, weiß man einfach nicht, aber es hätte mit Sicherheit mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen. Natürlich ein Signal, das in der rechten Szene aufgenommen wird. Also das kann auch ganz schnell so interpretiert werden, dass es so ein vielleicht ein stillschweigendes Einverständnis gibt. Beispiel 3. Der KSV Hessen-Kassel und wie er sein Neonazi-Problem aktiv angeht. Der ehemalige Zweitligist mobilisiert heute in der vierten Liga immer noch bis zu 15.000 Fans. Geplagt wurde der Verein über viele Jahre aber nicht nur durch Abstiege und Insolvenzen, sondern in seinem Fanblock standen militante Rechtsradikale. Gut, man muss auch immer dazu sagen, dass Kassel schon immer ein Problem hatte mit Rechtsextremisten. Ich meine jetzt nicht nur im Fußball, sondern einfach immer eine sehr aktive, nicht nur rechtsextreme Szene hatte, auch kriminelle Szene, Rockerszene und so weiter. In Kassel war irgendwie immer was los. Ich hatte da auch immer mal Verbindungen hin, Geschäfte hingemacht und so weiter zu rechtsextremen Zeiten. Das gab es wirklich Kassel schon, na, kann ich gar nicht erklären, warum, aber war schon immer so. Der Mordfall Walter Lübcke. Der Täter Stefan Ernst hatte Verbindungen zur rechten Fanszene des KSV. Und bis vor 2 Jahren wurde auch er noch im Fanblock gesehen. Malte A., Hooligan und Neonazi, ein Vertrauter von Thorsten Heise, NPD-Kader, führender Kopf des militanten Neonazi-Netzwerks Combat 18 und Kontaktmann der NSU-Terroristen. Tja, da weißt du, wer da so schön im Stadion neben dir steht, wenn du da deine Bratwurst isst und ein Bierchen trinkst, ne? Okay, Freak Steffen schreibt, Ulm hatte übrigens auch schon in den 90ern ein ziemliches Nazi-Problem, nicht nur beim Fußball. Okay. Ja, aber diese Menschen netzwerken da halt, ne? Wir haben es alles gehört, rechte Hand von Thorsten Heise, NPD, Combat 18, NSU, Kontaktperson, Umfeld, Stefan Ernst, der Mörder von Walter Lübcke. Also da ist schon, das ist natürlich schon eine gewalte Power da und da kannst du davon ausgehen, dass da dann auch Menschen radikalisiert werden und um sich geschart werden. Ne? Das ist halt, Fußball ist halt auch ein Rekrutierungsfeld. Das muss man leider so sagen. Ne? Doch der Verein wehrte sich gegen die militanten rechten Fans in der Kurve. Unter anderem mit einer Vereinssatzung, die zwar der von Rot-Weiß Essen ähnelt, aber hier wird der Passus vom Kampf gegen Rechts auch konsequent umgesetzt. Wenn Fans sich erkennbar mit KSV-Utensilien, Vereinsutensilien auf zum Beispiel Nazi-Aufmärschen aufhalten und darüber Veröffentlichungen auftauchen, ist das für uns der absolute Worst Case. Und das führt auch dann dazu, dass man eben die Verantwortung für solche Themen nicht jetzt an der Stadiontür oder am Stadiontor abgibt, sondern dass man ganz klar halt auch in die Stadtgesellschaft hineinwirken möchte. Der Verein produzierte mit seiner Mannschaft mehrere Videos, in denen er für Toleranz und Offenheit wirbt. Nicht Rassismus. Nein zu Rassismus. Ja, muss man dann halt auch, dass man dann sagt, und das sage ich auch immer wieder, die Vereine haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Es geht hier nicht nur um Fußball, Gewinnmaximierung und Punktemaximierung,
Aufstieg, Abstieg und so weiter, sondern sie haben einfach eine gesellschaftliche Verantwortung, weil sie so viele Menschen erreichen, sie für viele Menschen auch die Spieler, die Vereine, Vorbilder und Sehnsüchte generieren, denen man nachfolgen will, nacheifern möchte. Und ich finde einfach, das ist ganz wichtig. Und dann zu sagen, wir wollen nicht, dass unsere Symbole mit rechten Symbolen oder mit extremistischen Symbolen vereint werden. Und das finde ich schon mal eine coole Sache. Und wenn das durchgezogen wird und jemand postet das und es befindet sich dann im Ausschluss, dann kriegt man zumindest da mal weniger Aufmerksamkeit und es ist weniger sichtbar. Das ist schon mal gut. Und natürlich auch die Mannschaft Spieler an Bord nehmen, weil die besonders natürlich für junge Leute Vorbilder sind, die da was bewirken können, sagen können und so weiter. Und das ist dann so ein Gesamtkonzept. Ne? Das merkt man natürlich hier schon, dass das hier jemand gut drüber nachgedacht hat. Anders als viele andere Vereine übernimmt der KSV auch Verantwortung für das Verhalten seiner Fans außerhalb des Stadions. Gemeinsam mit den Ultras wurde eine Charta erstellt. Wer mit Neonazis sympathisiert, kommt nicht mehr ins Stadion. Der Verein stellt quasi den Leuten frei, sich zu entscheiden, ob sie sich als Fan des KSV Kassel identifizieren möchten oder als Mitglied oder Anhänger von Rechtsextremen. Meines Wissens ist das der einzige Verein in ganz Deutschland, der sich so klar positioniert und das so klar durchzieht. Im Stadion die Atmosphäre zu schaffen, dass Rechtsextremisten so ein bisschen die Lust daran verlieren, hier überhaupt herzukommen. Finde ich, ist eine gute Sache. Also kann man mit Sicherheit drüber diskutieren. Ich persönlich finde das eine gute Sache. Wer dann identifiziert wird, auch als KSV Kassel SV, was? Hessen Kassel. SV Hessen Kassel? Oder FC Hessen Kassel? vierte Liga kickt rein bei mir. Merkt man, dass ich mich auf KSV Hessen Kassel, ja, okay, gut. Carp Hunter Do, okay. Ich finde es richtig gut, dass es hier so gemacht wird, dass es dann den Leuten schwer gemacht wird, dass sie dann ihren Fußballverein verlieren. Kommt natürlich darauf an, wo sie dann hinwandern. Aber den einen oder anderen wird das trotzdem abschrecken und es ist aktiv und du hast vielleicht auch bessere Leute, coolere Leute im Stadion, bessere Stimmung im Stadion und so weiter. Finde ich wirklich geil, wie das hier konsequent umgesetzt wird. Das ist mal eine coole Aktion und Ehre geht raus. Das habe funktioniert. Der Einfluss der Szene wurde erfolgreich zurückgedrängt. Anderswo vernetzt sie sich. Da komme ich immer noch nicht drauf klar. Ich komme da immer noch nicht drauf klar, dass Xavier Naidoo mit Hannes Ostendorf zusammen ein Lied gemacht hat. Komme ich nicht drauf klar. Die meisten würden in dem Xavier Naidoo einfach jemanden sehen, der abgeschoben werden soll. Der zurück in sein Heimatland soll. Komme ich immer noch nicht drauf klar. Rechte Fans aus Bremen und Essen, mittendrin Christian Willing von den Steeler Jungs, in einem Musikvideo von Verschwörungsfanatiker Xavier Naidoo, das dieser mit dem rechtsextremen Gründer der Band Kategorie C erstellt hat. Ja, Deutschland krempelt die Ärmel hoch. Ich möchte nicht, dass die krempeln. Ich möchte nicht, dass die krempeln. Wenn ich das schon sehe, dieser Misch und Bremen hatte auch immer ein Problem. Auch mit Rechtsextremismus, auch immer eine sehr, sehr starke rechtsextreme Szene gehabt. Aber das Video kann ich so kaum angucken. Ist auch ein bisschen cringe ist es auch, ne? Ein bisschen cringe ist es schon, oder? Zu viel Testosteron. Kommen Videos mit Frauen drin, ist immer ein bisschen besser. Rechte Fans aus Bremen und Essen, mittendrin Christian Willing von den Steeler Jungs, in einem Musikvideo von Verschwörungsfanatiker Xavier Naidoo, das dieser mit dem rechtsextremen Gründer der Band Kategorie C erstellt hat. Die Steeler Jungs und ihre Freunde, sogenannte Fußballfans, fühlen sich auch deshalb so stark, weil sich Vereinsführungen wie in Essen und Ulm nicht trauen, klare Kante zu zeigen. Hallo, schön, dass ihr bei der Sportschau seid. Und wenn euch solche Dokus gefallen haben, schaut auch mal hier oder direkt hier in die Playlist. Denn wir.
Also, Ehre geht raus an Sportschau, das immer mal zu beleuchten. Man kommt da immer so gar nicht drauf, was in den einzelnen Vereinen dann los ist. So, ich muss das ganz ehrlich sagen, da geht so Essen, Ulm und so geht da wirklich so unter. Und wenn man das dann am Ende sieht, welcher Misch an Leuten dann da zusammenkommt, umso wichtiger da für den Fußball was zu machen, für die Fans, da gemeinsam zu stehen, die Projekte zu unterstützen, sich auch zu positionieren, auch zu sagen, will man nicht. Ich glaube, das geht nur im ganz großen Kontext, aber Ehre geht raus an den KSV Hessen Kassel, jetzt habe ich es mir gemerkt, und Ehre geht raus, also man kann was tun, ich wünsche mir das von meinem Hamburger SV auch, dass da regelmäßig immer wieder weiter was getan wird und dass da so rechtsextreme Birnen, wie ich es war, dann auch so keine Oberhand mehr kriegen und da nicht das Gewaltmonopol und die Angstarbeit machen dürfen gegenüber den anderen vielen Fans, die da sein wollen. Also, ich fand das gut, was hier gemacht wurde. Leute, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Dankeschön an die Mods, an die Kanalmitglieder, Paten, alle, die diese Projekte hier so unterstützen. Dankeschön. Und für mich ist das Jahr jetzt bald durch. Die letzten beiden Arbeitstage, Leute. Yes! Und ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dieses Jahr so fleißig mit dabei wart. Ehre geht raus und ich verbleibe, wie immer, mit einem Ahoi von der Küste.